Jacob, du kannst doch nicht einfach in eine Kutsche steigen und dann sagt die Alte, ja, bring den um und du, ist in Ordnung, bis nachher. Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Assassin's Creed Syndicate. Die Kutsche dreht voll am Rad, eigentlich fährt die überhaupt keiner mehr. Da ist nur noch, die zu befreiende Person drin. Keine Ahnung, was mit den Polizisten sind. Die haben sich jetzt irgendwie mit den Blighters angelegt. Keine Ahnung. Ich versuche die jetzt mal einzuholen, so schnell wie möglich. Und, ja, die zu befreien. Außerdem ist es die eine Dame, die uns immer hier Aufträge gibt, wo ich dann die Sache von A nach B fahren muss. Mal gucken, ob wir die Gute retten können. Wer zum Kuckuck lenkt diesen Wagen? Ich habe keinen einzigen Polizisten getötet. Ich bin immer noch echt stolz drauf. Ich könnte echt Hilfe gebrauchen. Könnt ihr mal... Gott sei Dank. Also, was wollen Sie, Fry? Warum glauben Sie, dass ich was von Ihnen will? Vielleicht habe ich Sie aus reiner Herzensgüte gerettet. Gut, ich sage Ihnen, worum es geht. Ich verstehe gar nicht, wie die darauf kommt, dass wir nicht aus reiner Herzensgüte geholfen haben. Kann ich nicht nachvollziehen. Wir sind doch immer so nett. Milner hat viel Fracht geladen. Kümmern Sie sich nur um den Transfer. Geben Sie es ihm. Hey, Jacob scheint aber auch ein Frauenmagnet hier zu sein. Waggons mit Verstärkung abkoppeln. Die Kamera ist immer noch total beschissen und ich mache gar nichts. Mit Verstärkung. Kann ich die... Ich kann die hier alle nicht rekrutieren? Ja, Klappe. Ich bin doch schon auf dem... Nein, nein. Und nochmals nein. Das... Ja. Ja, ist nicht so gut gelaufen. Ich weiß. Tschüss. Suchen wir das erstmal. Natürlich wird es beim ersten nicht sein. Nein, die nicht. Wie bringe ich die am besten um? Ich würde es gerne abkoppeln. Danke. Nein. Okay. Okay. Hier in einen Schritt rauskommen? Doch. Alle. Alle kann ich auch. Okay, den vielleicht nicht. Alter, geht's noch? Husch. Haha. Ich will die nicht tragen. Ich will ihn nicht plündern. Ich will nur suchen. Natürlich ist es da auch nicht. Nicht das, was ich suche. So. Weiter geht's. Und den hier auch noch abkuppeln.
Die hier auch, oder? Weil... ich habe hier nur noch eine Kiste. Nicht verteidigen. Ja, komm ran hier. Auch bei dir. Ich will meine Knarre wieder dran haben. Habe ich es richtig gemacht? Die Verbrennungskraftmaschine. Das Ende des Pferdegespanns. Das ist wie ein Blick in die Zukunft. Und wie hoch ist der Verkaufspreis für die Zukunft, meinen Sie? Oh, wir verkaufen sie nicht. Wollen Sie sie etwa verschenken? Sie werden trotzdem bezahlt. Wer ist diese Pearl überhaupt? Wie lange kennen Sie sie? Wir sind Geschäftspartner. Mehr müssen Sie nicht wissen. Ja, ey, super. Stockdeutsch. Sir Limay's Stock? Keine Ahnung. Schauen wir uns gleich mal an. Mal wieder eine Mission auf 100% gemacht. Auch schon, das gab's auch schon lange nicht mehr. Obwohl ich mich immer bemühe, niemanden umzubringen. Ich hätte nie gedacht, dass es hinhaut. Niemals. Nie, nicht. Oh je, ich hoffe, ich hab's nicht zu doll übertrieben. Ein bisschen Blattgold hier und da, ein paar Spritzer Shellack auf das Holz, alles neu gepolstert. Und wie gefallen dir die Lampenschirme? Alter, sieht der geil aus, der Zug. Super gemacht, Agnes. Richtig, richtig nice. Alter, wir werden richtig vornehmen. Obwohl Ivy nicht so glücklich aussieht. Also mir gefällt es richtig Brief. Gut. Für mich? Das sagst du jedes Mal und ich weiß immer noch nicht, was ich machen muss. Schön, Sie wiederzusehen, Mr. Fry. Ja, finde ich auch. Ein bisschen Grün hier rein. Ein paar tote Tiere hier rein. Dann brauche ich hier ein totes Zebra. Aber meine sonst... Güte, ist das Messer so scharf, wie es aussieht? Ja, noch schärfer. So, und jetzt gucken wir uns nämlich gleich mal an. Inventar. Waffe. Keine Ahnung, was habe ich denn bekommen? Da nix. Nach oben. Wo ist es denn? Da, Stockdolch. Zier, Dings vom Stock. Aha, nö, da habe ich einen viel hübscheren. Und einen besseren. Nee, tut mir leid. Haben wir schon was Besseres. Dann machen wir mal eine Agnes-Mission. Ich würde gerne eine machen. Hier ist doch eine G-Mission. Bin ich ganz Banane? Du bist außergewöhnlich elegant. Dankeschön. Ja, ich weiß, ich finde es auch ein bisschen übertrieben. Aber guck dir mal den Scheiß hier an. Ich muss ja auf Souvenirs zugreifen. Geheim. Ein Burgermesser, genau wie Vaters. Ein was für ein Messer? Geheim dreimal hoch. Ich habe hier noch gar keine. Keine Ahnung. Ich hörte, Dr. Elliotson hatte einen unerfreulichen Abgang. Ich hoffe, du hast hinterher aufgeräumt. Ja. Außerdem war der böse. Hallo. Eine Green-Mission. Miss Fry,
Ich habe hier ein paar Bücher. Ich hoffe, meine Anwesenheit stört Sie nicht. Ganz im Gegenteil. Ich freue mich über Sie. Ein Herbarium? Sammeln Sie für jemanden Blumen? Für mich selbst. Man sagt mir, das wäre typisch britisch. Wussten Sie, dass alle eine Bedeutung haben? Ja. Ich habe schon mal so etwas gehört. Ja, natürlich. Aber leider hatte ich nie sehr viel Zeit für das Buch. Ich könnte beim Sammeln helfen, wenn Sie akzeptieren. Das würde ich sehr schätzen. Vielen Dank, Miss Frey. Oh, pflücken Sie beide Blümchen zusammen. Ist das nicht süß? Ich habe mich gefragt, was du vorhast, Jacob. Irgendwas in die Luft jagen? Eigentlich würde ich gerne den blöden Brief, der an mich adressiert ist, finden, aber ich habe keine Ahnung, wo der hier rumliegen soll. Ich zum Tragen Ende. Hier sind irgendwie noch irgendwelche Dinge, die kommen hier anscheinend noch. Hoffe ich doch. Oder ich habe echt voll viel verpasst. Agnes, gib mir einfach mal... Für mich? Genau, gib mir doch einfach mal diesen blöden, dämlichen Brief. Das Leben ist wirklich nicht einfach. So viel Ungerechtigkeit. Mach was. Souvenirs? Mach nix. Mein Gott. Gut. Wo ist denn jetzt schon wieder die Agnes hin? Komm, gib mir doch einfach mal einen Brief. Blöde Kuh. Ich weiß nicht, was die von mir wollen, ehrlich gesagt. Schon wieder eine Green-Mission. Ja, dann quatschen wir nochmal mit dem. Wenn wir schon im Zug rumhocken. Und ich will immer noch den Brief haben von Jacob. Wenn das jemand weiß, wie ich das triggern kann, einfach in die Kommentare schreiben, bitte. Reseda, Ihre Qualitäten sind größer als Ihr Charme. Ich bin unsicher, ob das ein Kompliment ist. Jungfer im Grünen. Das klingt schön. Man nennt sie auch stinkende Grenadille. Narzisse. Eigenliebe. Ich gebe Jacob ein paar davon. Mit echt schönen Augen. Wie ungezogen, Miss Frey. So amüsant das alles ist, ich muss zurück an meine Arbeit. Wenn Sie mich brauchen, sende ich einen Strauß. Schwertlilien. Eine Botschaft. Oh ja. Knister, knister. Aber viel mehr passiert hier nicht. Dann haben wir das wenigstens abgefrühstückt. Ich will meinen Brief. Gib mir meinen Brief. Einen Brief? Ja. Für mich? Keine Ahnung, wer sollte dir schreiben? Ich habe keine Ahnung, wo der ist. Das regt voll auf. Aber guck mal, wie groß das Ding ist und das sieht echt gut aus. Guckt euch mal das hier an. Lauter coole Sachen. Lauter coole Sachen. Meine ganzen Klamotten und Ausrüstung und die Souvenirs, die ich nicht habe. So. Was kann ich hier noch machen? Jacob-Mission. Wo oben ist nichts mehr. Eine M-Mission. Okay, dann gehen wir mal zu Jacob. Wie gesagt, das mit dem Zug, ich check's nicht. Ich habe keine Ahnung, was die von mir wollen. Fährt der Zug dahin? Oder, ach Quatsch. Ich mach schnell eine Reise. Bis gleich. So, da wären wir wieder. Und zwar ist die nächste Mission mit Jacob wieder eine dämliche Kutschenmission, weil die Mission rennt mir schon wieder davon. So, endlich hat sie mal ein bisschen angehalten. Jacob und Pearl haben Milners Unternehmen fast zerschlagen. Es gibt da nur noch eine letzte Sache. Ja, überfahr mich, du blöde Kuh. Die letzte Sache ist, Milner selbst umzubringen. Jacob, Darling. Trinken Sie mit?
auf eine fruchtbare Partnerschaft. Und auf die glänzenden neuen Maschinen in meinem Besitz. Zurück zum Geschäft. Milner floh an die Themse und sichert dort seine Fähre ab. Sie ist alles, was er noch hat. Hm, er wird sie mit seinem Leben beschützen. Und genau das sollen sie ihm nehmen. Jetzt töten sie ihn. Das ist nicht ihr erstes Glas Champagner heute, oder? Erfolg ist weitaus berauschender als Alkohol, Mr. Fry. Dann heben Sie mir ein Glas auf. Jacob, du kannst doch nicht einfach in eine Kutsche steigen und dann sagt die Alte, ja, bring den um und du, ist in Ordnung, bis nachher. Die Themse nicht also, berühren oder hineinfallen. Also, womit kann ich Starricks Bauern vor die Tür locken? Mit dem Anblick seiner brennenden Fähren vielleicht? Das schaffe ich nicht. Sorry. Aber ich bin da schneller reingehopst in das Wasser als, ja. Das können wir vergessen. Allein darüber zu hoppeln, da werde ich schon nass werden. Es wird nichts. Oh Gott. Warum ist denn der Transporter schneller als dieses Ding hier? Das gibt's ja wohl nicht. Kann ich mich irgendwo randingseln? L1? Hallo? L1? L1? Nicht wirklich. Gut, dann eben so. Gott. Oh Gott. ja. Wir schaffen es. Wir schaffen es einmal rüber. Und dann ist vorbei. Ich sehe gar nichts. Es ist voll dunkel. So, ich hab's erreicht. Bitte kann das jetzt da dann oben verschwinden? Dann lassen wir Milners Firma doch untergehen. Wie mache ich das? Benutzen Sie den Dynamitkisten, um die Schmuggler zu sabotieren. Zwei Schmuggelladungen gleichzeitig sabotieren. Alter, kommt es mir so vor? Das ist echt extrem dunkel gerade. Ich würde ihn gerne umbringen. Der behindert meine Arbeit. Und er dreht sich um. Dieser blöde Mist. Nein, was war das? Ihr habt nichts gehört, oder? Habt ihr das gehört? Nee, alles cool. Alles cool. So. Du hast nichts gesehen, Dicker. Welcher Dicker? So. Gleichzeitig sabotieren. Ja, wie soll ich das machen? Genau. Weil ich kann mich ja schlecht... Aha. Aha. Ich soll hier so eine dumme Medizinkiste. Ich soll eine... Warte, nein, ich will es doch so tragen. Habe ich jetzt angezündet und trage es, dann habe ich nicht viel ein Problem. So. Ich sollte mit dem Sprengstoff... Ich bringe mich doch selbst damit um, Leute. Ihr könnt mir doch keinen Sprengstoff in die Hand geben. Aber wie soll ich das gleichzeitig machen? Ach nein, halt doch. Ich habe doch jetzt hier wirklich jeden umgebracht. Tschüss. Jetzt fehlt mir Dynamit. Gleichzeitig sabotieren. Ich hab eine Idee. Mal gucken, ob es klappt. Ich weiß es nicht. Deswegen bin ich vielleicht ein bisschen stiller. Tut mir ein bisschen leid. Fallen lassen. So.
Einmal anzünden. Warte, warte. So. Okay, es war nicht gleichzeitig. Ja, ich weiß, es war nicht gleichzeitig. Es war ein bisschen zu spät. Ich hätte drauf schießen müssen. Ja, gut. Kopfschuss. Kein Kopfschuss. Immer noch kein Kopfschuss. Ah, vorbei. Oh, Hilfe. Alter, schreck mich nicht so. Von wo kommst du? Finisher. Zack. Pam. Pam. Tschüss. Husch. Ey, komm, du bist Level 4, was willst du eigentlich? Bist du einfach weggerannt? Ich hab's voll versaut. Mist. Aber so eine Art hätte man, glaube ich, machen müssen. Ich hätte das eine. Ich hätte das eine anzünden müssen und das andere hätte ich vermutlich drauf schießen müssen. Hallo? Ich werde es einfach hinlegen und dann werde ich einfach drauf schießen. Ganz normal. Einfach fallen lassen, Jacob. Oder so. Das ist auch. Oh, weißt du was? Zünden wir es doch einmal an. So. Jetzt einfach gemächlich ein bisschen weglaufen, damit du nicht wieder in die Luft fliegst. Dann schauen wir uns das Ganze mal an. Husch. Was um alles in der Welt? Er scheint ein bisschen sauer zu sein. Wie komme ich da hin? Nehmt ihr mich mal mit, kurz mit, Jungs? Danke. Ich sehe nix. Mach mal hier eine Lampe an, Kumpel. Nein, ich will ihn doch nur töten. Ach, sei still. Ich soll auch nicht mitkriegen, dass hier was ist. Hier ist der Hände, schafft ihn weg! Ja. Auf Wiedersehen. Was will der denn hier? So, tschüss. Dieser Tag musste ja kommen. Mr. Stark war außer sich wegen der Maschinen. Das ist also meine Bestrafung. Pearl Attaway schickte mich zu Ihnen, nicht Starrick. Dann arbeiten Sie wieder zusammen. Ich hätte mich nie zwischen Starrick und Miss Attaway stellen sollen. Am Ende ist Blut immer dicker als Wasser. Meinen Sie etwa, die sind verwandt? Tja. Und deswegen immer vorher Nachforschungen anstellen. Und dann erst Leute umbringen. Nicht? Weil sonst steht man so dumm da wie du jetzt, Jacob. Hast du den Falschen umgenietet. Und die lachen sich jetzt eins ins Fäustchen. Ah, ja, ist gut. Es wird langsam Zeit, ein ernstes Wörtchen mit Pearl zu reden. Ach komm, deine Lieblingsfreundin? Nein, bin ich nicht. Ich bin schon weg. Guck. Ich will mal wissen, wie ihr mir hier folgen wollt. Ich mach mich dann mal vom Acker. Einfach einen unschuldigen Typen. Okay, unschuldig war er jetzt bestimmt auch nicht. Aber so ganz so toll ist es nicht gelaufen. Und jetzt muss ich Pearl aufspüren. Super, und die ist genau da drüben. Ja komm, wenn ich schon einen umniete, kann ich auch gleich den nächsten umnieten, oder? Aber ich würde sagen, das machen wir dann in der nächsten... Oh Gott, ich muss durch die ganze Themse wieder. Ja. Weil es so schön war nochmal. Okay. Aber ich würde sagen, das sehen wir dann in dem nächsten Part. Ich hoffe, es hat gefallen. Über Kommentare und Bewertungen würde ich mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Ciao.